Was? Verstärkung? Wollt ihr mich verarschen? Plündern. Ja! Erste Hilfe. Gucken wir mal kurz. So. Wo sind Feinde hier? Über uns? Wo seid ihr denn? Ah, Nase kitzelt. Ah, da ist ja noch einer. Ah, Angel, Angel, Angel. Ah, bam. Bam. So, mit diesem Schaufelschlag haben wir gewonnen. Zumindest den Außenposten hier. Grüße. Ja, mach die Fenster auf. Für die Freiheit. So. Kurz schauen. Gute Arbeit bei der Befreiung des Hot Springs Hotels. Rookie. Die Kultisten bist du erst. Jetzt können wir das alte Gebäude als Unterschlupf nutzen, auch wenn die meisten Leute sich das zweimal überlegen werden. Manche behaupten, es wäre ein Spukhaus. Aber ich habe auf solchen Quatsch nie viel gegeben. Egal. Machen wir weiter so, Rookie. Das könnte nicht schlecht kommen. Ein Spukhaus? Halt mich nicht für verrückt, aber... Da ist ein irrer Bär in Lydias Höhle. Die Sekte hat ihre Drogen eingesetzt, um ihn in eine lebende Superbärenwaffe zu verwandeln. Okay. Hat nicht geklappt. Und jetzt ist er frei. Er ist wirklich böse und echt stark. Wir haben ein paar Leute losgeschickt, ihn zu töten, aber keiner kam zurück. Ich hoffe, du schaffst es, uns von dem Viech zu befreien. Bitte. Bevor er noch mehr Menschen tötet. Klar, machen wir. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. So, dann... Gehen wir erstmal hier und holen mal ein bisschen Munition. Gegenstände, Kleidung, Waffen, Munition. Gekauft. Waffen, Kleidung, Gegenstände. So, mehr wollen wir erstmal nicht. Hier sind früher sehr viel mehr Tiere rumgelaufen. 800 Meter. Quatsch. So, wo ist jetzt der Bärmarkierung hier? Okay, ich bin drin und kalle mich.
dich am Sitz fest. Jawohl, so. Dann mal vorwärts. Kurz hier stehen bleiben. Ah! Interagieren. Ah! Wow, 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 wow. So. Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Ja, komm, wir gehen weiter. Wir wollen ja eigentlich zum Bären. Junge, spring auf. Das wird lustig, spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist grün. Was? Wo? Oh. War das gut oder böse? Ich sehe einen. Bleiben erstmal schön auf der Straße. Ja, natürlich hat es Spaß gemacht. Was denkst du denn? Warum machen wir das denn hier? Alles nur Spaß. So, und jetzt ab in den Wald. So. Gucken wir mal, ob wir die Höhle finden. Komm, Kollege. Jetzt kommt er gleich wieder. Jetzt deine Chance. Junge, schieß! Ihr macht es nur noch schlimmer! Führe Luftangriff durch! Ah! Ich muss da ah, ein Puma! Hilfe! Plündern. Pumahaut. Ja, ich glaube schon. So. So, du kleiner Bär. Töte den Tschatsch. Bären. Erstmal vollladen. Ah, Gott. Ah. Ist er das? Ah, oh shit, jetzt wir sind runtergefallen. Jetzt überall Gas.
Viel Fraß, viel Fraß. Schatzspeer halb voll. Komm. Okay, den haben wir. Hui. Plündern. So. Herausforderung abgeschlossen. 3 Vorteilspunkte erhalten. Jetzt hier wieder rausnehmen. Ne, das ist nicht, was wir brauchen. Gerade schon wieder ein Puma gesehen. So, dann schauen wir mal weiter. Was ist denn das? Totan. Guy Marvel. Guy Marvel. Auto. Sektenverfolgung. Oh, hier gibt es ja auch noch Außenposten. Was ist denn das? Gewächshaus. Na, wir gucken da erstmal zu dem Guy Marvel. Was? Nein, komm, du fährst mit mir mit. Au! Ja, mach ich doch, Junge. So, Vollgas. Guy Marvel, der Marvel Guy. Omega? Omega Red? Okay, was? Hast... Oh! Okay. Hi, kann ich mit dir reden? Ja. Natürlich. Danke. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommst gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Oh. Film. Meisterwerk. Ist seit 4 Jahren in der Mache und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei die Heldin, Kleines. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Okay, geil. Dann sprich mit dem Regieassistenten. Du kommst genau richtig. Ja? Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat... Im Ernst? Hey, bist du die versprochene Security-Tante? Ja. Bist du mal als er. Also, du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als der keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Ja. Oh, dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Okay, geil. Wo ist die beschissene Hupe? Muss ich hier... Schnapp sie dir, Heißblut.
Warte, ich heb dich auf. Wow, sehr geil. Wollt ihr nur noch ein paar Leichen plündern? Na gut. Keine Leichen heute da. Kehre zu Dean zurück. Wo? Wo? Gibt Ärger da oben. Hört sich nach Schüssen an. Geh schnell da hoch. Was heißt schnell? Wo? Da drüben. Meter, komme ich da hoch überhaupt? Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Im Suchgebiet. Möchte erstmal plündern. In aller Ruhe. So, dann zurück. Entschuldigung. Dean, wo bist du? Oh Gott. Lauf. Okay, dann. Wow.